Und damit hallo, willkommen bei neuer Part bei Emil Brossing. So, in den letzten Part hatten wir einige Briefe bekommen und die möchte ich mit euch heute gerne alle mal durchgehen. Auf jede Fall habe ich schon mal die Geschenke, die in den Briefen drin waren, mal ausgepackt für euch. Also mal rausgenommen. Und jetzt packe ich mir die gemeinsam aus. Hier haben wir noch einen Topf. Kenne ich schon, können wir dann später verkaufen. Und von HY haben wir eine Nachricht. Und hier einige Nachricht. Die wichtige Nachricht gehe ich mir, also wie fahren wir durch? Wie gesagt, eine Nachricht von einigen meiner Abonnenten. Und die wichtige werde ich, wie fahren wir euch heute mal durchgehen. Erstmal Connor. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich hinterlegt. Gefällt dir dein neuer Karton? Genau. Und zweiter Brief. Genau dasselbe. Nur den Geschenk holen wir damit mit. Genau. Wie gesagt, sehr langer Abonnent von mir. So, das ist von Cappy. Also auch neue Briefe. Die Geschenke werde ich auf jeden Fall euch alle mal zeigen. Es ist nicht so wichtig, die durchzulesen. Aber das ist zum Beispiel wichtig. Ja. Läuft ja gut für uns mit den Hauspunkten. Diese Stelle musste ich jetzt rauscutten. Der Brief war nicht unbedingt der beste, sag ich mal so. Aber das Geschenk haben wir genommen. Dann noch hier ein Brief. Danke für dein Geschenk. Immer gerne. So, da haben wir einige Geschenke. Die wird auf jeden Fall euch heute mal zeigen, was ich da so bekommen habe. Dafür werden wir auf jeden Fall gleich mal unser Haus gehen. Wunderbar. So, wunderbar. Da werden wir auf jeden Fall jetzt gucken, was haben wir da. Okay. Ich glaube, das kann weg. Genau, habe ich noch einen Bürostuhl. Habe ich ja auch neu reingestellt. So, den stellen wir einfach mal dort mal in die Ecke hin. Und was haben wir da? Okay, das ist nur so ein Lesepult. Gut, lasse ich auch mal da stehen. Damit auf jeden Fall kurz mal die Geschenke hier abgehen können. Was bin dann da so bekommen habe. Sagt mal, was ist das überhaupt? Also da können wir nur unsere Outfit wechseln, oder wie? Das geht so auf. Ah, okay. Gut. Oh, was haben wir denn da? Okay. Und so wenig Platz. So vielleicht. Sag ich mal, kommen die ganze Zeit mal kurz mal da unten hin, dass wir die Sache auf. Ah, sowas kommt an die Wand.
An die Wand, an die Wand. Da am besten. Also, hatte mir auch schon mal gehabt. Okay, da wäre nur eine Kiste, also Karton. Kommt ihr mal rüber, die werden mich verkaufen. Kommt noch irgendwas davon an die Wand? Nö. Gut, dann werden wir die auf jeden Fall jetzt hier platzieren. Ein Teddybär. Und was haben wir da? Ich sag's ja, ich hab viel zu wenig Platz für so viel Zeug. Das Ganze geht auf jeden Fall gleich mal ins Lager. Okay, ein Tisch. Den Tisch finde ich noch für alle Sachen am schönsten. Da haben wir noch keinen vernünftigen Tisch, außer den kleinen da. Und ein Bett. Also, und ein Outfit. Tragen. Solange wir sauber sind, können wir den leider nicht tragen. Das heißt, uns umziehen. So. Dann tragen wir. Ah, cool. So. War ganz blöde Frage. Also, da haben wir noch geschenkt. Da haben wir was? Eine Toilette. Also, warte mal. Wir müssen kurz bei uns wieder aussehen. Weil mir habe das Ding ja noch an. Das kommen wir ganz schnell mal ins Lager. Alle andere Sachen, die so stehen, die werde ich behalten. Ich denke mal, das meiste kommt eh dann ins Lager. Aber so an sich passt das dann. Wunderbar. Hier nur die beiden Kartons, die brauchen wir nicht. Wunderbar. Okay, dann würde ich mal sagen, wunderbar. Der Rest können wir dann ruhig verkaufen. So. Auf jeden Fall muss ich mal gucken. Wir haben, glaube ich, so neue Bewohner. Gucke ich mal. Vielleicht. Doch, eine ist, glaube ich, neu. Gucke ich mal, wo die ist. Genau, sie ist, glaube ich, neu. So, wunderbar. Wie auf jeden Fall kostet man so Campingplatz und dann zu der Lade da oben hin. Oh, ist halt keiner. Eventuell müssen wir mal auf eine Meile-Insel. Da bekommen wir auch noch ein paar neue Bewohner vielleicht. Können wir auch, denke ich mal, auch heute auf jeden Fall machen, zum Beispiel aufnehmen. Dann gehen wir, wie ich ver, denke ich mal, in den nächsten Part Richtung Meile-Insel. Was macht der hier? Hallo, Rainer. Wie klingt? Das ist teuer.
Also brauchen wir so 5000 Sternis, sobald ich es richtig gesehen habe. Ich denke mal, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ein bisschen was verkaufe. Können ja ein paar Früchte da auch noch mitnehmen. Ach, stimmt ja. Tom Nook hat ja heute geschlossen. Deswegen macht es keinen Sinn. Ah, hier vielleicht. Ach, shit. Okay. Aber es langt leider immer noch nicht. Schade, schade. Erstmal haben wir hier ein paar neue Sekte. Haben aber, so glaube ich, schon alle das Museum abgegeben. Nein, den zum Beispiel haben wir nicht abgegeben. Genau, da war, glaube ich, bei der Angelturnier. Da haben wir auch einige nicht abgegeben. Genau. So, die 100 hier hole ich mir erstmal mit. So, da unten haben wir nichts mehr. Okay. Okay. Hier kommt noch Haus hin. Ah, wir haben hier einen Geldbaum, yeah. Damit können wir das vielleicht bei Rheinland doch kaufen. Yeah. Geld, Geld, Geld. So. Da haben wir mal einen Geldbaum gepflanzt. Wunderbar. Damit langt das doch. Gehen wir auch gleich wieder zu Rheinland. Weil ich unbedingt ein paar Bewohner will. Wie gesagt, gehen wir dann im nächsten Part dann selbstverständlich auf die Meileinsel. Nope. Der wird erweitert. So, dann hole ich mir erstmal das Fossil mit. Können wir gleich noch bei euch genau was abgeben. So, hallo, so lange nicht mehr gesehen. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall dort wieder hin und gehen wir kurz wieder runter. Okay, sehr schön. Ich guck mal, ob wir bei Tom Nook uns eine weitere Brücke kaufen können. Für da vorne die Stellen dann. Und da hat jemand gerade geschrieben. Gucke ich mir mal die Nachricht mal an. Okay. Erstmal ist Tom Nook. So, hallo Tom Nook. Wir wollen was kaufen. Sagen wir. Genau. So, Brücke baue. Nee, eine Brücke brauchen wir nicht. Brauche eine Treppe. So.
Genau, da haben wir so richtige. Sag ich mal, hatte mir das letzte Mal einen Kauf. Hole mir das hier einfach. Okay, wir kommen da in der. Ja. So, jetzt haben wir das bekommen und jetzt können wir dafür uns einen Platz aussuchen. So, wunderbar. Weil ein weiterer Aufstieg braucht man auf diese andere Seite von der Insel. Oh, noch einige Sachen stehen drin. Genau. Stehen ein paar Sachen drin, ein paar relevante Dinge. So, aber der Aufstieg, der wartet ja nicht auf uns. Der ist ja da vorne und danach gehen wir zu Rainer. Da vorne habe ich mal ein Haus platziert. Wir müssen noch irgendwie da rankommen. Ich würde sagen hier. Dann wäre hier doch eigentlich ganz gut. Nee. Warte mal, so vielleicht. Okay, dann hier vielleicht besser. Mal sehen. Ja, wunderbar. Da denke ich mal, ist ein guter Platz dafür. Sehr, sehr gut. So, dann gehen wir kurz zu Rainer. So, bin dabei. So, mal gucken, was der uns da gegeben hat. Ein Gemälde. Genau, der Rainer verkauft ja Gemälde. Das Museum kam ja auch jetzt das Gemälde hinzu. Aufpasse, er verkauft natürlich sau viele Fake-Gemälde. Aber was will man machen? Damals bei die Wii, damals hat mich gefragt, wie kann man Gemälde bekommen? Klar, von Rainer. A, sind die teuer. B, habe ich halt immer nur Fake-Ware gekauft und die kamen so häufig vor. Sondern meine echte Ware dabei war, war so selten. Ich hoffe nur, dass hier diesmal ein bisschen besser ist. Gib mir das Gemälde ab. Wunderbar, das Gemälde war ein Ex. Wunderbar, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, würde ich sogar noch mehr davon kaufen. Aber mehr als ein Gemälde ist heute auf jeden Fall nicht drin, weil der Lade hat ja geschlossen heute. Okay, das hätte mir sein. Nee, warte mal. Okay, das hat mir sein so doppelt. Das Fossil. Genau. Ich glaube, Gemälde nimmt es zwar an, aber das dauert ein bisschen, bis es eröffnet wird. Also ich brauche auf jeden Fall genüge Gemälde, damit der Eugen auch den Bereich öffnen tut. Wie viele? Vielleicht 15, denke ich mir mal.
So wie bei das letzte Mal vielleicht oder 5 vielleicht, keine Ahnung. Falls ihr darüber mehr wissen solltet, könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Oh. Man kann es halt nur eingemeldet kaufen. So wie Vereine jetzt hier geben, tut im Spiel hier auf jeden Fall mega nice. Auf jeden Fall richtig gut gemacht. Der kam ja leider erst, oder Gott sei Dank, erst mit einem Update jetzt hier rüber. Wunderbar, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, gut. Sag ich mal, auf jeden Fall hier beende ich den Parkgleis. Ich glaube, wie falls ich gleich noch meine Ticket kaufe, ein paar Stück halt. Und dann werde ich mit euch gemeinsam in den nächsten Part dann zu die nächste Meile-Insel fahren, um halt eben einfach erstmal ein paar weitere Personen auf unsere Insel zu bekommen. Wir sehen ja, wir haben ja noch 2 Plätze zu vergeben. Warum? Dass wir auch dann bald die Hauptquest oder die Story erstmal losgespielt haben. Sofern man das Ganze eine Story natürlich nennen kann. Mal gucken. Habt ihr was gesehen? Moment. Okay, gehen wir auf jeden Fall kosten mal hoch. Irgendwie auf die Karte war so außerhalb von das Gebiet von Tom Nook irgendwie auch noch eine Markierung. Will ich mir euch kurz mal angucken. Direkt hier hinten habe ich noch eine. Ja! Diese Markierung. Die habe ich da gesehen. Auch wohl ein neues Update. Cool. So. Brauchen wir halt so eine Einladung oder so? Könnt ihr gerne mal die Kommentare posten, ob man dafür eine Einladung benötigen tut oder nicht. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die ist so weit außerhalb. Wunderbar. Gut, dann sage ich mal, morgen ist die Lade da. Wie schon gesagt, jetzt im nächsten Part gehe ich zu der nächsten Meilinsel. Um halt eben einfach neue Bewohner auf unsere Insel zu bekommen. Dass das Ganze mal ein bisschen schneller vorangeht. Ja, sag ich mal, bis dann nächstes Mal, Leute. Bis dann und haut rein.